Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge World of Tanks. Ja, auch dieses Mal habe ich nochmal einen Zehner dabei. Wir gucken uns heute mal in zwei Runden den FV215B183 an. Wir sind hier auf Whitepark, ja, das ist auch schon wieder eine etwas ältere Runde, denn mittlerweile können Zehner ja nicht nur auf Whitepark landen. Das ist also schon eine kleine Besonderheit hier. Ja, mit dem letzten Update ist es ja ein bisschen angepasst worden, gerne worden, also 10er sehen sind wir nicht mehr. Ja, es war nicht immer so, wie ihr hier seht. Und so, ich dachte mir auch nochmal, ich habe mal geguckt, was ich so noch hatte. Es sind allerdings, ja, wieder nur etwas, also zwei etwas ältere Runden. Die zweite nachher ist relativ zeitnah nach dieser hier entstanden, also wird dann auch genauso alt sein, aber das soll ja nicht weiter stören, denke ich. Ja, das ist, glaube ich, dann egal. So, gucken wir uns einmal den FV hier heute an. Hat ja auch so ein paar spezielle Namen, Kinderwerfer, Planetenzerstörer, wie sie ihn alle nennen. Wir werden hier sehen, ich werde hier so ein bisschen hin und her eiern, ein bisschen unentschlossen auf so engen, kleinen Karten. Also ich finde es auch wirklich gut, dass jetzt hier die Zehner nicht mehr drauf sind, auf so kleinen Maps. Ist das einfach, finde ich, sinnlos. So, und dann schauen wir mal trotzdem, was hier geht. Ja, ich habe hier auch schon eine teure Hash geladen, die Premium-Munition, die ja mal satte 8000 Credits pro Schuss kostet. Aber, ja, die wollen wir raushauen im Grunde. Zum Silberfarm ist jetzt der Zehner hier speziell dieser nicht gedacht. Also, wenn ihr irgendwie damit Geld fahren wollt, dann sollte man lieber was anderes fahren. Ja, wir werden aber sehen, ich werde im Laufe dieser beiden Runden auch viel AP schießen. Relativ viel, also viel mehr als ich es jetzt so tue. Ich habe mittlerweile auch nochmal was angepasst, also 4 AP und 8 Hash habe ich jetzt mittlerweile dabei. Und AP schieße ich dann eigentlich nur noch, ja, wenn es Sinn macht, also der Gegner nur noch so um die 1000 AP hat. Weil, ja, das ist halt angebracht und wir haben da 310 Durchschlag, das ist in der Regel nicht das Problem. Auf der Hash sind auch immer noch 275, aber wir werden, oder ihr wisst es selbst, wenn ihr das Ding fahrt. Ja, manchmal ist so eine FV-Runde doch ziemlich enttäuschend und so richtig dicke Schadensrunden, wie der ein oder andere vielleicht glaubt, wie es jedes Mal, wie das jedes Mal dabei rausspringt, ist es nämlich nicht. Ihr habt doch oft genug die Runden, wo einfach nichts bei rausspringt oder ihr auch volle Treffer landet, aber dann was weiß ich, keinen Durchschlag habt und nur 600, 700 Schaden macht. Ihr habt mit dem Ding das Potenzial, 2000 HP rauszunehmen, hier, also zum Beispiel eine Full Life Tortoise könntet ihr mit einem Schuss killen. Und wenn dann da voll eingeaimt und seitlich getroffen oder so, und dann kommen da nur 800, 700, 800 Schaden, 600 vielleicht sogar nur raus. Das ist schon leicht enttäuschend, frustrierend. So, sehen wir hier tatsächlich den ersten Schuss. Ich bin nicht sicher, ob der der dürfte nicht getroffen haben, der müsste drüber gehen sein, sonst hätten wir auf jeden Fall irgendwo ein bisschen Splash-Schaden gemacht. Ja, 5 zu 5 schon und wir haben noch nicht allzu viel mitgemacht, aber seid euch sicher, es wird sich nur ein wenig ändern. Ich hätte diese Runde sicherlich sonst nicht ausgewählt. Ich muss auch sagen, die Kanone hat eine Genauigkeit von 0,4, also eigentlich nicht so wirklich gut, aber die Kanone trifft und trifft und trifft auch auf relativ langen, also großen Distanzen. Muss ich sagen, also die ist teilweise genauer als manch eigentlich eine andere genaue Kanone, die auf Papier viel genauer ist. So, jetzt haben wir aber erstmal unseren ersten Kill gemacht, den Typ 5 schwer. Jetzt Geschichte 7 zu 9. Also, das ist überraschend gut, also die Kanone, was die Genauigkeit betrifft. Natürlich geht auch mal hier und da mal einer daneben, aber so grundsätzlich ist die doch ziemlich, ziemlich, ziemlich genau. So, 1162. Schiss E100 und wenn ihr dann dürft,
Ja, dann macht er natürlich gewaltig Spaß. So 1000, 1500, 1800, wenn ich so an einen T10 denke. Ich habe schon diverse T10s einfach mit einem Schuss aus dem Leben genommen. Das macht dann schon Spaß. Der Gegner weiß, wo wir sind. 1191. Und das Gute an dem Ding ist, er hat auch einen relativ harten Turm. Also da geht mal, da bauen durchaus mal was weg. Sogar die Wanne vorne kann, hat durchaus Bounce-Potenzial, haben wir gerade auch gesehen. Ganz anders da der Brite, der LV 4005, Stage 2 da, der andere Tinderwerfer. Bei dem geht ja alles durch, der ist ja so butterweich. Aber dieser hier hat auch noch einen Turm, einen brauchbaren Turm und sogar noch eine Wanne, die durchaus auch was bouncen kann. Auch ein Grund, warum ich mich dann eher für den entschieden habe als für den anderen. Der andere punktet dann allerdings, glaube ich, wieder mit einer besseren Einziehzeit. Und ich glaube, die kann nur so ein Blatt Papier sogar auch etwas genauer, aber haben wir ja schon gerade gehabt. So genau sollte man das dann wirklich nehmen. Es gibt eigentlich sowieso nur grundsätzlich nur zwei Faktoren und das ist ja oder nein. Im Grunde kann man sich jede Zahl, die es hier im Spiel gibt, in die Haare schmieren. Es gibt sowieso nur ja oder nein. Ihr könnt auch den Mörderdurchschlag haben, wenn das Spiel nicht möchte, dass ihr jetzt diesen Schaden macht, dann macht ihr den Schaden auch nicht. Dann könnt ihr auch treffen, was ihr wollt, schießen, wohin ihr wollt und mit der fettesten Kanone draufhämmern. Es ist völlig egal. Darum, es gibt eigentlich nur zwei Werte, die wichtig sind und das ist ja oder nein. So, so viel dann dazu. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen die Runde an hier. Ja, da sonst keiner sich mal wieder für den Cap zuständig fühlt, müssen wir uns dem dann annehmen. Erstmal reinstellen. Reicht ja. Wir haben uns gefunden. So, da auf der anderen Seite steht, war das TP, glaube ich. Genau. Ja, hier ist es hier zum Beispiel. Ja, ganz gut eine AP geladen zu haben, statt jetzt hier der Hash für 8000 und ihn dann nur so ein bisschen abzuziehen. Und warten wir mal, was er macht und ja, bitte. Wenn er uns auch noch so einlädt, ja, das nehmen wir natürlich mit. So, 11-11. Ich glaube, der ein oder andere FV ist beim Gegnerteam auch noch da. Nein, das ist direkt in die Arme zu fahren. Der Gegner weiß, wo wir sind. Jawohl. Jetzt mal gucken. Gut, hier hätte ich durchschießen können. Wenn ihr die Hash schießt, natürlich darauf achten, dass da kein Hindernis im Weg ist. Sonst die Mauer oder sonst wohin. Das Ding geht dann nicht weiter durch auf euer eigentliches Ziel. Mit der AP wäre es jetzt kein Problem gewesen. So, Arti hat uns auch nochmal einen Grußgeld mitgegeben. Halb so wild, ja. Geht noch was. So, jetzt haben wir da ein Jagd-E. Leider ist jetzt zu früh weggekommen. Beziehungsweise wir haben zu lange Aim-Time. Ich glaube, die sind 3,4 Sekunden. Aber ist auch wirklich. Ich meine, wir geschossen, ne? Also wir haben Zeit. Das Ding muss nur. Ja, das tun wir. Easy 822. So, jetzt haben wir noch die Arti. So, jetzt mal gucken, dass wir hier ein bisschen erstmal zu mir wieder und nicht hier Free Damage für die Arti wieder bringen. Das war jetzt auch schon unser 5. Kill. Ich glaube, den FV haben die noch. Und jetzt hier noch die Arti. Jawohl, da ist der FV. Gegen unseren FV da hinten. Gucken, ob er das geregelt kriegt. Ich wollte mir jetzt erstmal die Arti schnappen. Beziehungsweise mal gucken, ob wir sie da irgendwo finden. Ja, wir sehen ja auch schon hier so einigermaßen mobil ist das Teil ja auch. Der Turm ist nicht ganz drehbar, da kommt 180 Grad nur, wenn nichts und rechts. Also das müsst ihr schon mal bedenken. Der Gegner weiß, wo wir sind. Und da ist sie auch. Ja, wir aimen sicherheitshalber ein bisschen und tschüss. Gegner
gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ja, und da hinten ist Frau dann auch schon Geschichte. Und wir machen unseren Krieger noch klar. Und den Sieg. Ja, und wir können sogar Plus machen. Gut, jetzt haben wir aber auch mehr HP geschossen dieses Mal. Aber auch trotzdem, ich habe auch schon Runden gehabt, da habe ich nur Hash geschossen, auch Plus gemacht, also so ist es nicht. Ja, 5700 Schaden am Ende. 6 Kills. Und ja, Runde gewonnen, würde ich sagen. Gut, dann gucken wir uns jetzt gleich nochmal ein zweites Ründchen an und ja, mal sehen, wie wir da performen. So, Runde 2 läuft schon, aber halb so wild. Ist auch nicht viel passiert. 30 Sekunden erst durch und... Der Gegner nimmt unsere Basis ein. Ja, wir haben es nur mal nachladen verpasst. Aber, also im Grunde nichts. So, wir sind hier auf Fischerbucht und es ist Begegnung und wir stehen hier jetzt erstmal und lauern so ein bisschen. Vielleicht macht ihr der eine oder andere einen kleinen Fehler da, der da schon am Rumeiern sind. Meistens die Lights, vielleicht auch noch mobile Mates. Ja, nur so Schüsse aus auf sich bewegende Ziele muss man auch, und auf Distanz muss man auch schon zweimal überlegen, ob das dann auch wirklich macht. Das kann schnell teuer werden. Das sollte man sich dann tatsächlich nochmal überlegen. So, und werden wir das tun? Ja, gucken wir mal, was hier so passiert. Ein bisschen artig safe stehen. Zwei sind wieder da. Wir wissen ja, ich bin ja nahezu immer artig Ziel Nummer 1, womit ich auch fahre. Bin da schon so ein bisschen geprägt. Deshalb ein bisschen sicher stehen. Oder mal schauen. So, der Tiger 2 dürfte sich wohl nicht mal allzu lange überleben da oben. Ja, das war's auch schon. So, nochmal gucken, ob wir jetzt auch mal was vor die Flinte kriegen. Ich habe hier jetzt auch schon wieder eine AP gelandet. Guck mal, sowas mache ich zum Beispiel eigentlich gar nicht mehr. Also, die erste Mumpel, die ich lade, das ist eigentlich immer eine Hash. Der hat jetzt schön gesessen allerdings. Jetzt wäre natürlich wieder die Frage, hätte ich jetzt mit Hash geschossen, hätten wir genau den Schaden gemacht, den wir jetzt so gemacht haben. Also, ist halt immer so eine Sache. Aber im Grunde schieße ich nur noch AP, wenn es sich wirklich Sinn macht. Also der Gegner, auf den man dann da schießt, nicht mehr so viel HP hat. Ja, was heißt nicht mehr so viel, also nur um die 1000 hat. Oder man noch auf jeden Fall nur noch Ziele hat, die weniger als 1000 HP haben, nur jetzt haben wir uns mal eingefangen. So, Artis und so. Ja, Thema Arti, da ist sie auch schon, die Batchet Arti. So, 5 Sekunden braucht sie ja zwischen den Schüssen, aber jetzt sind wir erstmal wieder safe. So, 4 zu 2. Sieht gar nicht so schlecht aus. Schauen wir mal, was wir noch machen können. Was ist da, was vor kann irgendwo auf der Erde. Denn manchmal müsst ihr echt gar nicht großartig was tun, sondern nur warten, dass der Gegner sich präsentiert. Und ihr dürft schön Schaden machen. Oh, dann Leo. Leo 1 ist natürlich äußerst schmackhaftes Ziel. Batchet natürlich auch. Aber dann werden wir wieder beim Schuss aus der Fahrt in der bewegendes Ziel. Muss man wieder gucken. Hier machen wir es jetzt genau richtig. Er wurde jetzt auf Kette gestellt. Und wir nehmen hier 599 raus. Hätten wir jetzt ein bisschen. Ja, wäre ich jetzt ein bisschen zittrig am Abzug gewesen, hätte zu früh geschossen, hätten wir vielleicht den Schaden gar nicht gemacht. Manchmal auch mal ein bisschen Ruhe bewahren und auf den perfekten Schuss warten. Und dann passt das. Ja, der Leo, immer noch ein schmackhaftes Ziel, kommen wir leider nur nicht dran. Schuss bereit!
steht jetzt aber auch nur noch 5:4, also alles noch offen. Kill haben wir auch schon gemacht. 6-6 jetzt. Einen Kill haben wir schon gemacht. Jetzt legen wir sogar einen zurück. TVP ist auch ein nettes Ziel. Da aber so ein Full-Life-TVP möchte ich natürlich lieber mit einer Hashbit treffen. Dann ist er eventuell nicht mehr Full-Life, sondern tot. Jetzt aber auch schon erledigt bei ihm. Den Gefallen tut uns aber nicht, dass er da jetzt rumkommt. Aber merken wir uns mal den Typen. Das ist schon so ein Experte. Dazu später mehr. So, Grille, auch nett. Gut, nehmen wir jetzt 495 raus. Das sind natürlich die Schüsse. Die, okay, ist ein Kill, aber so vom Schaden her nicht so viel Spaß machen. Naja, so, jetzt lade ich das erste Mal eine Hash. 8:10. So müssen wir langsam was tun. Oder ein bisschen mehr, viel mehr noch. Da noch von TVP. Den ich weg. So, was kommt da? Da kommt SC1. Genau, direkt davor. Also der Engel, hier geht's ja wieder nicht. Da haben wir auch irgendwie mit Talent für. Das ist ein Steineweg oder ein Wrack oder so. So, jetzt haben wir mal. Aber wir haben gesehen, ja, es war jetzt nicht so viel. Das war maximal Splash-Schaden. Der ging, glaube ich, links ein bisschen daneben. Ja, mal so um die 500 wahrscheinlich. Ist auch noch da. Oh, der Seite mit dem Leo. Auf der anderen Flanke unterwegs. Versucht so ein bisschen zu flankieren. Schauen wir mal. So. Jetzt wird es aber auch langsam etwas enger für uns hier. Für unser Team. 6:3 noch. Oh, gucken wir mal. Der SC1 ist wieder da. Ja, aber wir müssen leider noch etwas aim. So, das ist jetzt so ein Schuss, der... Der ist ärgerlich und tut weh. Leider, leider, so früh in den Boden geschlagen, dass es nicht mal einen Splash-Schaden gab. Die Jungs haben noch einen fangen müssen. So, jetzt sind wir auch nur noch zu zweit. Es wird langsam etwas enger. Die Schlinge zieht sich zu. Aber, mal gucken. So. Was haben wir da? Müsste, jawohl, fast Full Life Leopard und das wollen wir doch haben. Tschüss Leo, 1565, das war's. Das war ein schmackhafter Snack. So, SCI. Die 1, wie auch immer. Sie haben uns gefunden!
kommt da jetzt runter. Ich denke nicht, dass er sich frontal auf uns zujodeln wird. TVP ist auch da oben, aber ja, das war wieder so ein angesprochener Schuss, ne? Da hatte ich, glaube ich, ganz kurz überlegt, da abzudrücken, aber hab's mir dann, glaube ich, verkniffen. Oder hab's mir verkniffen. So, und jetzt dachte ich, bevor es nachher zu viele Flankierungen möglich gibt, wollen wir erstmal uns den SD1 da schnappen. Irgendwas müssen wir jetzt machen. Das war am besten die Kanonen rausnehmen. Und hier wohl. Aber in der Zwischenzeit ist dann auch unser letzter Verbündeter gestorben. Jetzt haben wir dann den SD1 allerdings rausnehmen können. Arti wieder schön einkassiert vom TVP. Und jetzt ein bisschen Schutz der Häuser hier weg. Und dann mal gucken, 1 gegen 3 sind wir jetzt noch. So, und diesen Experten TVP hatte ich ja schon angesprochen. Schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht hier. So, wir haben uns gefunden. So, so, mal gucken, was die Frage. Ja, Martin verschießt. Möglicherweise hätte auch sein können. Das hätte es auch für uns schon sein können. Budget scheint noch am Nachladen zu sein. So, da ist er. Und ja, jetzt gucken wir, was er davor hat. Sidescrapen gegen den FV. Alles klar, danke. 900 HP. Oh, da kommt die Budget-Arti, da kommt die Budget-Arti. So, jetzt gucken wir. Wenn er nachgeladen hat, haben wir jetzt ein kleines Problem. Scheint aber noch nicht so weit zu sein. Oh, doch. Den ersten Knall da uns. Jetzt heißt er, 5 Sekunden braucht er, ja. Und der geht daneben. Jetzt sind wir genau da, wo wir sein müssen. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Hallo, Badget-Arti. Tschüss, Badget-Arti. Oh, und jetzt heißt es noch gegen die letzte Arti. Oh, Mann, das war knapp. Das hätte auch anders ausgehen können. So, und irgendwo hat uns ja die andere Arti von dem Startpunkt 2 da hinten, da A, B, C, 1, 2, 3 da irgendwo geschossen. Also auf jeden Fall aus der Richtung. Deshalb bin ich auch gleich erstmal in Richtung Mitte gefahren. Mal schauen, ob wir sie aufmachen. Sichtweite haben wir auf jeden Fall. Ja, das ist noch ein GW-Tiger. Und GW-Tiger ist ja auch nicht der allerschnellste. Also war ich mir, oder ich war zumindest in der Hoffnung, dass er nicht allzu weit weg ist dann von seiner letzten Position. Wenn überhaupt. Ist jetzt halt nur die Frage, wo genau wir ihn da finden. Aber das ist auch so eine Sache, er müsste uns auch nur noch einmal anhusten und das war es dann auch für uns, ne? So, wir haben jetzt noch genau eine letzte HP dafür. Sehr schön. Passt. Und oh, da ist sie schon, da ist sie schon. Und danke für die Flanke. Tschüss, Arti. Und den Sieg klar gemacht. 9. Treffer, 7. Kill. Und ja, auch hier wieder den Sieg dann klar gemacht. Ja, leicht plus noch gemacht. Bisschen mehr Hash geschossen, aber auch trotzdem plus gemacht. 6900 Schaden. Das Ganze erster Klasse. Und ja, 7 Kills, eben 6, jetzt 7. Von möglichen 30 Gegnern haben wir 13 gemacht. Wenn wir beide Runden zusammennehmen. Ja, so ist es. Und ja, wie gesagt, wenn man darf und wenn die Kanone mitmacht, beziehungsweise wenn ja, das Spiel sagt, du darfst, RNG sagt, du darfst, dann kann sowas dann durchaus mal dabei rauskommen. Auch mehr, ich habe auch irgendwo eine Runde gehabt mit über 8000 Schaden. Ich weiß nur leider nicht, warum ich sie nicht mehr habe. Ist keine Ahnung, wo die Runde geblieben ist. Die hätte ich euch natürlich auch gerne gezeigt. Aber naja, die waren, glaube ich, auch ganz okay, denke ich. Und ja, das war's eigentlich zum FV 183. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen, ich konnte euch ein bisschen unterhalten damit. Vielleicht auch ein bisschen
Mut machen, da jetzt auch hinzugrinden. Ja, ansonsten soll es das erstmal gewesen sein und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.